Und im Übrigen ist mein Credo, man soll endlich den Frauen nicht nur sagen, dass sie frei sind und dann bestimmen, was sie machen müssen, sondern man soll endlich den Frauen die Freiheit geben, aber die wirkliche Freiheit. Und dann möchte ich auch nicht dieses oberflächliche Gerede von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist eine Zumutung an die Frauen und die Frauen sollen sich endlich dagegen wehren. Entschuldigung, welcher Mann, der hier anwesend ist, erfüllt zwei Berufe gleichzeitig? Wer denn? Wer sagt, ja, ich habe zwei Berufe und die muss ich beide voll erfüllen und einen Beruf wird gar nicht bezahlt? Das auch noch. Und darum ist mein Credo, ich sage, wir müssten jeder Frau, die für ein Kind auf die Welt bringt, müssten wir absichern, dass sie mit Rente, mit allem drum und dran, Krankenversicherung, dass sie nicht in die Armutsfalle gerät, sondern leben kann. Sie muss ja nicht den letzten Mercedes kaufen können, aber sie muss ordentlich leben können. Und das tun wir, die Gemeinschaft des Landes tut das, weil sie etwas ganz Wichtiges für unser Land tut. Und für unsere Zukunft tut, sie schenkt uns ein Kind und das ist was Gewaltiges und das gehört endlich wieder anerkannt. Und alles zu tun, damit sie nicht zu dieser schrecklichen Entscheidung kommt, abzutreiben. Das, was wir den Frauen zumuten, ist ungefähr so absurd, wie wenn man die Schwarzen überzeugen wollte, dass die Wiedereinführung der Sklaverei für sie gut ist. Oder wenn man die Autoindustrie auffordern würde, die Autobahnen endlich wieder zu begrünen. Dann sage ich, das ist sowas Blödes, denkt doch niemand. Aber wir machen mit den Frauen genauso was Verrücktes. Wir lassen sie nicht selber entscheiden. Es wird von der Politik entschieden. Sie wird alles getan durch entsprechende Maßnahmen, dass sie ihr Kind möglichst schnell hergeben muss, wenn sie eins hat. Ab in die Krippe, weil das sind ja diplomierte Kräfte, die es dort betreuen. Was so ungefähr heißt, wie dass die Mütter lauter Idioten sind, die das nicht können. Entschuldigung, so eine Zumutung, so eine Unterstellung, so ein Angriff auf die Frauen. Und darum sage ich, wir brauchen endlich eine frauenfreundliche und damit mutterfreundliche Politik. Und jetzt ist natürlich wieder was völlig Unkorrektes zu sagen. Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Fristenlösung abgeschafft werden muss. Und Sie kennen die verlogenen Argumente, die dann sofort über mich hereinbrechen. Willst du Frauen bestrafen? Bitte, wo ist ein österreichisches Gesetz, das Frauen oder Männer oder Blonde oder Brillenträger bestraft, weil sie Brillenträger, blond sind, Männer oder Frauen? Das macht das Gesetz tatsächlich nie. Ich sage ja auch nicht, wollt ihr Männer bestrafen, wenn gemeint ist, Vergewaltigung soll bestraft werden. Und Vergewaltigung kann bekanntlich auch nur ein Mann. Also das ist ein Unsinn, das ist eine Lüge steckt drinnen. Was gemacht werden müsste, dass man den Schutz des Gesetzes, den jeder in dem Raum und alle Abtreibungsbefürworter sind geschützt mit ihrem Eigentum und vor allem mit ihrem Leben vom Gesetz. Und ich möchte diesen Schutzschirm nur endlich wieder ausdehnen auf alle Menschen in Österreich, auch die Kleinen. Es ist nur eine Erweiterung des Schutzes, den wir alle haben und dessen wir uns erfreuen. Und darum sage ich, eine Abschaffung der Fristenlösung heißt, Frauen und Kinder schützen, weil da sind nämlich auch die Frauen geschützt vor dem grauenhaften Druck, der so oft auf sie ausgeübt wird. Und da, ich werde gleich noch ein Beispiel zitieren und sagen, und die Täter werden bestraft. Täter und wenn sie wollen, Täter und Täterinnen, damit es schön gendergerecht ist. Aber es werden Täter bestraft und nicht Frauen. Das ist ein Unsinn, eine Lüge. Wir wollen die Frauen schützen. Und dann muss man noch genau natürlich nachdenken über Details, das ist nicht die Aufgabe eines Bischofs. Aber das ist der Grundgedanke. Und wenn Sie jemals mit einem Pfarrer diskutieren oder einem Pastoralassistenten oder irgendwelchen Leuten aus der Kirche und der sagt, na, die Fristenlösung und so, dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Der soll mal nachschauen im Katechismus,
der katholischen Kirche, also nachschauen in Evangelium Vitae, was der Papst mit seinem Autorität darüber sagt. Wenn jemand behauptet, dass seine katholische Position, die Fristenlösung sehr Jesu-Frauenfreund ist, genau das Gegenteil steht drin im Katechismus, zu dem er sich angeblich bekennt. Also ein heikles Thema möchte ich auch noch ansprechen, aber da möchte ich noch ein Zeugnis auch anführen. Nämlich das Thema, ich glaube, es ist heute schon noch einmal ein Stichwort gefallen, Vergewaltigung. Und natürlich dann immer auch das andere mit dem, wenn ein Kind behindert zu sein scheint. Übrigens hat der schon zitierte Professor Huslein mir mal in einem privaten Gespräch gesagt, die Haftbarmachung der Ärzte für einen eventuell übersehenen genetischen Schaden des Kindes, das ist ein Wahnsinn, hat er mir damals erklärt, weil natürlich jeder Arzt sagt, da bin ich blöd, dass ich was übersehe, dann wird er sagen, auch wenn er eigentlich gar nichts gesehen hat, naja, da habe ich schon einen Schatten gesehen. So, und legen Sie das einmal in den Kopf, in das Gedächtnis einer Schwangeren. Er hat was gesehen. Was könnte denn das sein? Und dann hört sie vielleicht grauenhaft, 9 Monate, wenn die Frau tapfer ist, lebt sie mit diesem schrecklichen Gedanken. Er hat was gesehen. Er ist aus dem Schneider. Aber was sie und wie viele Kinder sterben deswegen, weil er irgendeinen Schatten gesehen hat, angeblich. Und wie oft habe ich jetzt schon gehört von tapferen Frauen, die ihr Kind trotz einer angeblichen Behinderung auf die Welt gebracht haben und es war bumperlzund auf gut Österreichisch. Ganz gesunde Kinder. Und darum ist diese pränatale Diagnostik und abgesehen davon, die Kirche ist ziemlich eine radikale Abtreibungsgegnerin, das haben Sie ja wahrscheinlich schon gemerkt. Es reden nicht alle so radikal wie ich, aber das ist. Aber ich, wenn ich rede, was heißt, ich rede radikal? Ich sage Ihnen nur, was die Kirche sagt. Und sie sagt nicht nur bei den Behinderten, die haben genauso ein Lebensrecht, das haben wir heute auch schon gehört, Gott sei Dank. Aber sie sagt auch bei der Vergewaltigung, die Frage des Lebensrechts dieses Kindes hängt nicht ab von seiner Entstehungsumständen. Als Mann kann man sich da schwer hineindenken, das gebe ich natürlich zu. Aber ich möchte Ihnen zitieren, einen der berührendsten Dokumente, das ich je zu dem Thema gelesen habe, von einer kroatischen Ordensfrau, die systematisch vergewaltigt wurde und dann geschwängert. Und dann schreibt sie ihrer Oberin einen Brief, wo sie sagt, ich gehe jetzt von euch weg, ich danke euch für alles, aber das ist passiert. Und dann schreibt sie, wenn ich Mutter sein werde, dann wird das Kind mir und keinem anderen gehören. Ich weiß, dass ich es anderen Leuten anvertrauen könnte, aber es hat Anspruch auf meine mütterliche Liebe, obwohl ich es weder erwartete noch verlangte. Aber jemand muss doch die Kette des Hasses zu brechen beginnen, der unser Land so entstellt. Und dem Kind, das kommen wird, werde ich die Liebe und nur die Liebe lehren. Obwohl aus Gewalt geboren, soll es neben mir bezeugen, dass der Mensch nur durch Verzeihung groß sein wird. Der Brief ist viel länger und so tief bewegend. Ich bin nicht leicht so gleich mit meinen Emotionen, aber da hätte ich wirklich fast geweint, wie ich das gelesen habe. Und dann möchte ich Ihnen noch ein Zeugnis, das ich vor 3 Tagen bekommen habe, von einer Frau, die mit 19 von dem Vater ihres Kindes also so unter Druck gesetzt wurde, dass sie schließlich abgetrieben hat. Sie hat das auch, wenn man will, ja, mit einer Beichte und verarbeitet. Und sie hat geheiratet und noch einmal Kinder haben dürfen. Aber sie hat mir geschrieben, unter anderem, ich lese nur ein paar Sätze vor, es war, als ob ich während der Narkose zusehen konnte, wie mein Kind in den Abfall geworfen wurde. Weinend bin ich aufgewacht. Und dann weiter unterschreibt sie, es gibt keinen größeren Betrug als die seit Jahrzehnten propagierte Lösung der Fristenregelung. Ich wünschte so sehr, dass diese meine Erkenntnis nicht an meine schreckliche Tat geknüpft wäre. Könnten alle Beteiligten an einer Abtreibung im entscheidenden Moment auch nur eine Sekunde lang einen Bruchteil des großen Schmerzes, der Beschämung und der Niederlage empfinden, es würde keine einzige Frau einer Abtreibung zustimmen. Kein Arzt mit ruhigem Gewissen eine Abtreibung empfehlen oder durchführen können. Kein Politiker könnte je ein solches Gesetz erlassen und keine Frauenrechtlerin die Abtreibung als Recht der Frau verteidigen. Ich werde den Brief bald einmal im Internet veröffentlichen. Sie können ihn als Ganzes lesen.
in cut.net, im Internet, wer sie in den nächsten Tagen mal drin haben. Und jetzt eine letzte Bemerkung. Ich wäre ja gerne, als wenn die Medien pflegen, mich als erzkonservativ oder radikal hinzustellen. Ich habe mir gedacht, man kann ja über alles nachdenken, es nützt zwar nichts, das sind die Unbelehrbaren bei den Journalisten, aber ich denke mal, was heißt das eigentlich? Gibt es nicht Dinge, wo man nur radikal dagegen sein kann? Ja, um diese europäische Wunde noch einmal anzusprechen, kann man zum Beispiel nicht radikal gegen Auschwitz sein? Na, also radikal nicht, na, um Gottes Willen, nur nicht radikal. Und viele andere Verbrechen kann man nennen, wo man sagt, bitte, da kann man nur radikal, ganz heißt das, ganz und ohne Kompromiss und ohne, naja, ein bisschen vielleicht schon, aber halt nicht radikal. Das ist doch auch schon wieder eine Lüge, wo man jemand im Grunde diffamiert, damit man über das, was er sagt, nicht mehr nachdenken muss. Das ist es. Und darum bin ich... Meine Damen und Herren, ich muss nicht nur zum Schluss kommen, ich komme zum Schluss. Ich habe mit Tucholsky begonnen und ich schließe mit einem Wort, einem berühmten Wort des römischen Senators Cato. Für die, die nicht eine altphilologische Ausbildung im Gymnasium hatten, erzähle ich es Ihnen kurz. Da war der Krieg zwischen Karthago und Rom und der Cato hat bei jeder Rede, die er gehalten hat, den Satz gesprochen, Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam. Das heißt auf Deutsch, im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago müsste zerstört werden. Mein Herz als Bub hat damals immer für Karthago geschlagen, aber ich glaube nur wegen den schönen Elefanten vom Hannibal. Aber wenn ich das jetzt davon ablöse, von solchen Kindereien, sage ich, im Übrigen meine ich, legem abortus esse delendam. Das Gesetz zur Abtreibungserlaubnis muss zerstört werden. Ceterum censeo. Und ich werde das wiederholen und wiederholen. Mir hat noch vor dem heute Abend jemand gesagt, ja, aber das erreicht man doch gar nichts. Sag ich, ja, der Cato hat es auch viele Jahre sagen müssen. Und ich denke mir, noch weniger erreiche ich es, wenn ich schweige. Und darum sage ich es nicht. Und als Bischof habe ich die Freiheit, es zu sagen. Und Sie können es weiter benutzen, so wie Sie es brauchen können und wie es klug ist. Gegen die Klugheit ist ja nichts einzuwenden. Aber bitte nicht mit der Feigheit verwechseln. Ceterum censeo. Legem abortus esse delendam. Danke für die Zuhörung.